So Leute, und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder ein Thema mit dabei und wir spielen wieder Minecraft Cookies. Und zwar geht es heute mal um das Thema Ausbildung. Und zwar, wie ihr vielleicht schon im Titel sehen könnt, da steht, wie geht es ab September weiter. Und zwar ist es, haben wir, ja, wir haben schon Evidence, nice. Und zwar ist es so, dass ich ab morgen, dem 1. September, mit meiner Ausbildung anfange. Und zwar fange ich eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann an. Ich denke mal, viele wissen das auch schon, mit denen ich oft rede oder so. Die sollten es eigentlich wissen. Wir sind im Rot, gut, perfekt. Oh, aber ich möchte jetzt hier nicht sagen, wo ich das anfange. Das einfach, möchte ich hier nicht öffentlich halt einfach sagen. Aber ich denke mal, die meisten wissen es sowieso, mit denen ich oft rede oder so. Die Leute sollten das eigentlich wissen, auch wo ich dann anfange. Auf jeden Fall wird es so sein, dass ich natürlich dann in der Ausbildung nicht mehr so viel Zeit habe für YouTube oder so. Ich möchte jetzt nicht aufhören oder so, aber kann einfach sein, dass unregelmäßiger Videos kommen oder so. Aber ich denke, ich werde noch in meiner Freizeit viel Zeit für YouTube reinstecken und so. Da muss ich einfach mal schauen, wie wir das dann machen. Aber da wollte ich einfach nur mal ein Video sagen. Ich habe mich auf das Video auch schon echt lange gefreut. Ich habe mich ja vor einem halben Jahr oder so schon beworben und so. Deswegen, ja, habe ich mich auf dieses Video schon lange, lange vorbereitet und so. Auch Schrein. Wir haben natürlich eine Pflanze wieder mal gekauft. Jetzt mal Pflanzen kaufen, weiß ich nicht, aber ja. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Es kann natürlich dann halt, wie gesagt, sein, dass ich nicht mehr so regelmäßig Videos machen kann. Ja. Morgen bin ich aber gleich mittags daheim, also vielleicht mache ich sogar morgen ein Video, muss ich einfach mal gucken, ob ich Lust habe. Ich habe zwar nicht richtig viele Ideen, aber ja, vielleicht finde ich vielleicht noch irgendwas, mal schauen. Und ja, auf jeden Fall werde ich es wahrscheinlich dann so machen, dass ich mir einen fixen Streamtag nehme. Das wird dann wahrscheinlich der Sonntag sein. Samstag muss ich wahrscheinlich auch oftmals arbeiten, ein bisschen, denke ich mal, die meisten, die den Beruf Einzelhandelskaufmann kennen, dass man auch oftmals Samstag arbeiten muss, bis das passieren kann. Und ja, deswegen einfach mal gucken. Unter der Woche habe ich dann wahrscheinlich einen Tag frei, wenn ich Samstag arbeite. Aber ich werde da, denke ich, nicht unter der Woche streamen, da auch meist die meisten eh Schule haben und so. Also, wenn, dann werde ich das lieber sonntags machen. Und der Typ hat richtig viele Cookies bekommen, also natürlich der andere egal. Ja, wie gesagt, dann werde ich wahrscheinlich sonntags streamen und den Tag unter der Woche, wo ich frei habe, vielleicht auch für YouTube nutzen oder so. Ja, einfach mal schauen, wie es dann so wird. Aber es kann halt dann passieren, dass ich erst abends so daheim bin, wenn ich im Betrieb bin und dann nicht mehr allzu viel Zeit oder Lust habe, in YouTube zu investieren. Wenn ich in der Schule bin oder so, geht das vielleicht noch. Da bin ich, denke ich mal, so mittags daheim, wie jetzt auch, wo ich die letzten Jahre Schule hatte. Aber ja, ich muss halt ein bisschen weiterfahren, aber ich krieg das alles so hin. Und wenn ich Schule habe, bin ich dann aber, denke ich mal, schon so ein bisschen Mittag daheim oder so, wenn ich gerade ein bisschen Lernschule habe oder so. Oh lol. Ja. Im Betrieb ist es halt, wie gesagt, ein bisschen anders. Da kann es sein, dass ich bis abends arbeite oder so. Und in der Schulzeit bin ich dann vielleicht mittags zu Hause oder so. Das werde ich dann einfach mal sehen. Wollte ich einfach nur mal gesagt haben, dass ich mich halt auch schon freue oder so. Es hat, ich habe auch so einen Screenshot gemacht. Es hat halt aber auch nicht nur Nachteile. Zum Beispiel hat es ja auch Vorteil, dass ich dann mein eigenes Geld verdiene und mir dann vielleicht auch mal ein paar Sachen kaufen kann, wenn ich mein eigenes Gehalt bekomme. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, wenn mein erstes Gehalt kommt. Ich will mir vielleicht dann auch ein paar Upgrades für meinen PC oder so kaufen. Also es hat ja auch Vorteile dann für euch sozusagen, dann habt ihr bessere Qualität. Ich will mir vielleicht ein Schneideprogramm kaufen, all solche Sachen. Also da freue ich mich dann auch schon drauf, wenn ich dann mein eigenes Geld verdiene jetzt schon und so. Also ja, hat auch Vorteile, nicht nur Nachteile. Ja. Wir haben jetzt schon zwei Schreine. Ich weiß nicht, ob ich die Runde beginne oder wie sie aussieht oder allgemein, aber da sieht es gar nicht mal so schlecht aus bei uns, würde ich sagen. Gut, ich habe das Achievement. Und schon wieder 300, ne?
bräuchten jetzt aber dafür wir schon mal einen Turm-Upgrade, einfach damit wir bald anfangen können. Auf Gelb. Oh Leute, Gelb ist ja echt fast fertig schon. Das ging fix die Runde. Versuchen wir deren Power ein bisschen zu gönnen. Natürlich hat er mich gesehen. Yep. Ja. Ja, ich glaube, die werden gewinnen. Aber egal. Ich denke, ich habe alles gesagt so zu meiner Ausbildung. Freue mich da, wie gesagt, auch schon. Und ja. Wir mal. Ah, natürlich wird der halt eigentlich nicht mehr bekommen. Ja, wir müssen eigentlich dann auch in Oli 1 sein, weil wir haben eh schon so verloren. Ah, was soll ich tun? Das sieht nicht gut aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Gelben haben gewonnen. GG. Egal. Ich denke, ich habe wie gesagt alles gesagt, dann ist das Video wenigstens auch nicht so lang. Und ihr könnt ja auch Fragen in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch Fragen zu meiner Ausbildung habt oder irgendwas. Ich werde die Kommentare eh mal durchlesen und dann werde ich vielleicht noch ein paar Fragen beantworten, wenn sie nicht zu privat sind oder sonstiges. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann eigentlich schon im nächsten Video wieder. Ich denke, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte zu meiner Ausbildung oder so. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wann es kommt, wieder, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, vielleicht morgen. Ich muss gucken, ob ich Lust habe oder so. Ja, ansonsten war es das erstmal. Und wir sehen uns dann halt im nächsten Video. Wann es kommt, wieder, weiß ich nicht. Und lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.